Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir haben hier zwei iPhone 4S. Wir haben alle Apps beendet, die Browser zurückgesetzt und das Gerät neu gestartet. Links Safari und rechts den neuen Chrome-Browser. Jetzt haben wir uns ein paar Webseiten rausgesucht und wollen einfach mal schauen, welcher Browser die denn schneller lädt. Wir fangen an mit der newyorktimes.com und geben das gleich natürlich hier in Chrome ein. Und drücken dann im selben Moment auf Öffnen. Wir sehen, links Safari fängt schneller an, aber Chrome hat die Seite dann schneller fertig geladen und zeigt auch durch die sofort verschwindende Symbolleiste oder gar nicht existierende Symbolleiste auch mehr an. Wir machen weiter mit der nächsten Seite. Ich gehe hier einmal zurück und wir machen ard.de. Das gleiche natürlich auch hier auf dem Chrome-Gerät. Ups, da habe ich mich verschrieben. Und öffnen wieder gleichzeitig. Und auch hier Chrome, ja, ein bisschen schneller. Aber die Seite ist vielleicht auch nicht ganz so komplex wie die New York Times. Wir haben noch ein paar weitere Seiten, die jetzt nicht mobil optimiert sind, wenn man drauf geht. Das ist ja. Ich sage auch mal ein Kriterium, wenn mehr geladen werden muss, sieht man auch eher einen Unterschied. Post.de. Öffnen das wieder gleichzeitig. Und auch hier Chrome erheblich schneller als Safari. Die nächste Webseite, bmw.de. Die war, ich meine, sehr komplex. Schauen wir mal, ob man da den Unterschied auch sieht. Wir öffnen wieder gleichzeitig. Und na, es war ein kleiner Ticken, der Chrome hier den Vorteil verschafft hat. Letzte Seite, natürlich apple.de oder apple.com. Apple.com, wir starten wieder gleichzeitig. Und ja, da würde ich sagen, kein Unterschied, wobei die Startseite jetzt auch nicht so komplex aufgebaut ist. Wir könnten dann nochmal in den Store wechseln. Ich hoffe, dass ich das gleichzeitig treffe hier oben. Und da muss man wirklich sagen, dass die beiden Seiten eigentlich gleich auf sind. Insgesamt kann man sagen, kleinere Vorteile vielleicht für den Chrome. Wir haben es gerade am Anfang gesehen bei New York Times. Bei ard.de, dass der ein bisschen schneller war. Ob man das jetzt so im täglichen Gebrauch feststellen kann, festhalten kann, das ist natürlich die andere Frage.